Also, das ist ein MOSFET, also ein MOS-Transistor. Und das ist eine einfache 5 Watt Glühbirne, 12 Volt 5 Watt. Und ich erkläre jetzt mal, wie ein MOS-Transistor eigentlich funktioniert. Da haben wir noch einen Batterieclip mit einer Batterie. Erst löten wir Plus vom Batterieclip mal an die Glühbirne. Und dann Minus vom Batterieclip am äußersten Pin des MOSFETs. Soweit okay, dann löten wir das andere Ende an den mittleren Pin der Glühbirne. So sieht das Ganze aus. Das ist ein elektrischer Stromkreis. Das heißt, die Elektronen kommen vom Minus, laufen über den MOSFET, dann zur Glühlampe und wieder zurück in die Batterie. Und der MOSFET ist unser Schalter. Den benutzen wir als Schalter. Jetzt, wenn wir Plus und die Gate-Elektrode vom MOSFET kurz verbinden, leuchtet die Lampe auf. Der MOSFET hat eingeschaltet. An der Gate-Elektrode sind jetzt diese 9 Volt von der Lampe. Wenn wir jetzt diese 9 Volt auf Masse abfließen lassen, ist die Lampe ziemlich schnell wieder aus. Oder wir laden die Gate-Elektrode wieder auf, dann leuchtet die Lampe wieder. Wenn man jetzt bisschen was abfließen lässt oder ein bisschen aufladen tut, aber nicht komplett, dann kann man die Lampe sogar dimmen damit. Dann hat man sowas wie einen einstellbaren Widerstand. Ich brauche nur den mittleren Pin und den äußeren verbinden. Schon leitet der. Oder quasi nur Plus auf die Gate-Elektrode legen. Schon schaltet er komplett durch. Oder die Gate-Elektrode wieder entladen auf Minus. Schon ist die Lampe wieder aus. Damit könnte man ja auch den Sensor bauen, wo man nur mit dem Finger kurz hinkommt. Die Gate-Elektrode wieder aufgeladen, die Lampe leuchtet. Oder das Ganze wieder auf Minus, die Lampe ist wieder aus.